Servus und guten Morgen. Es ist heute Montag und es ist nicht nur der klassische Wochentag Montag. Heute ist auch so sinngemäß Montag, sage ich mal. Heute klappt tatsächlich wirklich nada. Und ich habe mir spontan entschieden, geteiltes Leid, ich nehme euch den Tag ein bisschen mit. Und zwar, ich habe Zahnschmerzen seit 1,5 Wochen. Ich habe beim Zahnarzt angerufen, siehe da, es ist tatsächlich so, ich soll vorbeikommen. Ich war jetzt irgendwie gut 3,5 Stunden in der Arbeit, das hat sich einfach hart nicht gelohnt, weil ich fahre jetzt einfach knapp eine Stunde zum Zahnarzt und ja, habe dann noch eine Viertelstunde laufen und dann wieder zurück und weil ich muss ja, danach gehe ich wieder zur Arbeit und dann wieder heim und irgendwie mehr Aufwand allein von 1,5 Stunden hin und her gefahren, aber so ist halt und ja, das muss gemacht werden, Leute. So, Leute, Zwischenmeldung. Ich habe mir nicht eingebildet, dass da was ist, wo ich echt froh drum bin, weil ich finde immer, wenn du dann so rumjammerst von wegen, ja, hier Schmerzen, nachher so, ja, da ist nix. Das wirkt immer so, als würde man so weicheiig sein. Wisst ihr, was ich meine? Normalerweise bin ich echt nicht weicheiig. Also, sagen wir es mal so. Wir haben lokalisieren können, welcher Zahn der Verursacher ist. Und er ist tot. Das heißt, das, was so wehgetan hat, ist quasi der Sterbeprozess dieses Zahns, den ich quasi schön komplett mitbekommen habe. Ja, das hat wehgetan, Leute. Jetzt wundert mich auch nichts mehr. Das sind ja diese Kanäle runter, ne? In den Zahn rein. Und das meiste Gewebe war schon nekrotisch, also bedeutet, das war halt einfach schon tot. Und nur ein ganz kleines Ding hatte noch so ein bisschen Vitalität. Und deswegen ist auch das ganze Zeug noch angekommen. Weil wenn es natürlich irgendwann mal komplett tot ist, dann kommt natürlich auch nichts mehr an. Jetzt muss ich aber zurückfahren. Eine knappe Stunde und dann gehe ich nochmal zur Arbeit. Ich war dann noch echt lang in der Arbeit und kumuliert habe ich dann sogar an dem Tag trotzdem noch 7 Stunden gearbeitet. Ich bin stolz, dass ich doch fast den ganzen Arbeitstag irgendwo an dem Tag trotzdem noch reingestopft habe. Aber mit der ganzen Fahrerei, oh, das war ein langer Tag. Morgen wird es sicher besser. Dann morgen. Boah, ich habe die Zeit schon wieder so krass nicht auf dem Schirm gehabt. Wir haben jetzt schon wieder kurz vor 8 und gefühlt bin ich gerade erst heimgekommen von der Arbeit. Also, wir haben uns jetzt ewig noch mit so einem Hausexposé beschäftigt und ewig irgendwelche Sachen geregelt und Zeug durchgeguckt. Und oh, das ist echt so ein richtiger Zeitfresser. Aber man beschäftigt sich ja auch gerne damit. Die Küche sieht echt extrem schlimm aus. Es liegt alles von gestern noch rum. Ganz, ganz schlimm. Die werde ich jetzt erstmal aufräumen. Ich habe gerade Domi noch schnell panikartig zum Laden geschickt. Der muss gerade noch schnell Salami holen. Alles andere habe ich da. Ich habe mir das jetzt schon so lange vorgenommen. Ich will euch das jetzt mal zeigen und deswegen mache ich das jetzt, egal wie spät es ist. Und zwar ein Blitzpizzakuchen. Das ist aber herzhaft. Das ist nicht süß. Also, das ist ein Hauptessen und das ist echt cool. Also, ja, ich räume jetzt auf und dann zeige ich dir, wie es geht. So, Leute, jetzt sieht es viel besser aus. Das Eck da hinten ist immer noch so ein Dorn in meinem Auge, aber das geht nicht anders, einfach wegen Stauraum. Aber der Rest ist jetzt wieder in Ordnung, oder was meint ihr? Für die neue Küche habe ich mir auch schon so ein bisschen Organizer-Sachen überlegt und ja, keine Ahnung, also da kann ich ja einfach meine Wünsche von Grund auf ein bisschen besser umsetzen als hier, einfach weil das Ganze ja auch nach meinen Wünschen gebaut wird, soweit halt finanziell möglich, haha, ja. Aber hier komme ich auch zurecht, aber dieses Eck da hinten, ich werde immer ein Gruschteck haben, aber dieses Eck da hinten, wo du einfach alles irgendwie, ah, das sieht einfach nicht schön aus. Ich hätte da gern einfach so einen Schrank, wo ich das reintun kann, wo man zumachen kann, wo man das nicht sieht. Habe ich aber nicht. Also müssen wir mit dem Eck klarkommen. Auf jeden Fall habe ich aufgeräumt und ich habe auch schon eine Form vorbereitet und zwar eine Kuchenform, weil das ist ja ein Blitzpizzakuchen. Da habe ich jetzt unten so ein Backpapier eingespannt, damit mir das unten nicht anbackt, weil die Form echt so ein bisschen kacke ist, weil das nämlich so eine 5,99 Billigform ist, die einfach nichts taugt und ich für das jetzt einfach nicht meine gute Kuchenform rauskramen will. Auf jeden Fall, hier habe ich ein bisschen eingefettet mit Margarine. Unten kann es in dem Fall nicht anbacken und würde sagen, legen wir los. Natürlich brauchen wir Wraps, weil das wird ja ein Blitzpizzakuchen und Blitzpizzas macht man bekanntlich mit Wraps. Auf den Wrap mache ich jetzt erstmal so ein bisschen Tomatenmark drauf.
Und das verteile ich mit einem Löffel so richtig schön dünn überall, wie bei so einer Pizza halt einfach, ne? Würzungstechnisch mache ich es mir super einfach, da nutze ich einfach Pizzagewürz. Natürlich könnt ihr auch Oregano, Basilikum, Salz, Pfeffer, was auch alles so drin ist, manuell drauf machen, aber so ist halt echt easy. Dann kommt da hier in die Mitte ein bisschen Salami. So. Und ein kleines bisschen von dem Leihreibekäse. Jetzt schnappe ich mir das hier, klappe hier die Enden einmal ein und roll das so richtig schön auf, wie so ein Wrap. So. Jetzt brauchen wir mein super süßes Schneidebrett mit den Kakteen. Da packe ich die Rolle drauf. Und mach aus dem ungefähr, ja, so drei gleich große Teile. Und die sehen jetzt so aus, wie so Pizza-Wraps. Nachdem es ja ein Kuchen werden soll, brauchen wir natürlich auch die Kuchenform. Ich mache circa die Hälfte von dem Kuchen mit Salami und die Hälfte mit Schinken. So kann jeder das nehmen, was er möchte. Für mich jetzt zum Beispiel eher Schinken, für Domi eher Salami. Und da werden die Röllchen jetzt einfach nebeneinander gestapelt mit der offenen Seite nach oben, bis die ganze Kuchenform voll ist. So sieht es jetzt aus. Ihr müsst schauen, dass die wirklich richtig fest da drin sind. Also nicht irgendwie so locker, sondern dass er wirklich gut gestopft ist, damit es gut zusammenhält und nicht irgendwie in den Zwischenräumen so viel runterläuft. Ja, wundervoll. Und da packen wir jetzt noch Käse oben drauf und dann ab in den Ofen. So, überall verteilen, damit es überall gleichmäßig drauf ist. Bisschen Blattdappen. So. Ofen vorheizen auf Ober-Unterhitze und 180 Grad. Und wenn der Ofen vorgeheizt hat, dann könnt ihr das Kunstwerk hier 25 Minuten lang backen. Schaut aber ab und zu mal rein, falls euer Ofen ein bisschen stärker ist, dass der Käse nicht zu dunkel wird. Und dann ist es schon fertig. So, es ist vorgeheizt. Rein damit. Perfekt. Alexa, 25 Minuten. 25 Minuten ab jetzt. Das ist so richtig cooles Fingerfood, auch wenn ihr mehrere Leute seid beim Essen, weil das kann man einfach so rausziehen, diese kleinen Röllchen dann aus der Hand essen. Mega. Richtig lecker. Übrigens schmeckt es kalt zum Mitnehmen am nächsten Tag auch super. Essen ist fertig. Wir werden jetzt auch ganz gemütlich Abendessen, weil der Tag war wirklich, wirklich lang genug. Wir haben gearbeitet. Ich war irgendwie fast 9 Stunden in der Arbeit. Aber halt, ich muss halt aufbauen für Freitag oder so. Also wann anders bin ich dann wieder weniger da. Dann haben wir voll lange das mit dem Haus beschäftigt. Dann haben wir noch Wäsche gemacht. Ich habe noch die ganze Küche aufgeräumt. Domi hat auch noch rumgearbeitet. Also der Tag war echt wieder mega lang. Und jetzt Zeit für Serie, Zeit für Abendessen. Danach Zeit für Bett, für morgen muss ich super früh raus. Und deswegen sage ich ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Hier, da sind jede Menge andere Videos, Kreuzfahrten und Wanderungen. Macht's gut. Tschüss.